Diese Beine sind heute gefordert. Radeln aber nicht mit dem Fahrrad, sondern mit der Draisine auf richtigen Bahngleisen. An den Draisinen kann man den Sattel mit dem Bügelverschluss in der Höhe, je nach Wunsch. Bevor es losgeht, gibt's erst einmal die Einweisungen. So lernt die Gymnastikgruppe aus dem badischen Ottersdorf, die Fahrzeuge schnell zu beherrschen. Die Damen haben 2x13 Kilometer vor sich. Die Spannung steigt. Wir sind jetzt gespannt. Hoffentlich hält's Wetter. Bahnfrei für die badischen Damen. Okay, klappt. Nach einem ersten Bremstest geht es los. Auf Gleisen hinaus in die südpfälzische Natur. Auf jeder Draisine treten 2 in die Pedale, 2 weitere Personen sitzen bequem dazwischen. So verteilen sich insgesamt 18 Damen auf 5 Draisinen. Nach kurzer Strecke die erste Barriere. Für den querenden Verkehr ist es ein Bahnübergang, für die Frauen eine Bewährungsprobe. Ja. Ampelanlagen und Schranken müssen von Hand bedient werden. Nur 20 Sekunden rot für die Autos. Jetzt muss gehandelt werden. Ist es beim ersten Mal noch Improvisation, gelingt der nächste Bahnübergang schon fast aus dem FF. Rund 10 Schrankenanlagen sorgen für eine besondere sportliche Note. Weiter geht's durch Wälder und oft durch offenes Gelände. Seit 1998 ist die Strecke für den Bahnverkehr stillgelegt. Seit 2006 wird sie als Draisinenbahn genutzt. Alte Bahnhöfe säumen den Weg. Hier und an den Bahnübergängen sind zumeist kleine Rastanlagen angelegt. Bänke und Tische laden zum Picknick ein. Wie hier in Luhstadt locken aber auch kleinere und größere Lokale die Draisinenfahrer zur Einkehr. Meist nur ein paar Schritte entfernt. Das lässt unsere Damengruppe derzeit aber unbeeindruckt. Sie ist nun gut in Schwung, zumal ein freundlicher Herr den Frauen die Schranke aufhält. Das benachbarte Westheim kann wie alle Dörfer entlang der Strecke mit einem Spaziergang erkundet werden. Seine versteckten Reize vermitteln Ruhe und Beschaulichkeit. Doch unsere Ausflüglerinnen radeln unbeirrbar weiter. Links und rechts gibt es immer etwas zu entdecken. Auch den letzten Rastplatz im Grünen passieren sie zielstrebig. Bald schon aber heißt es abbremsen. Mitten auf den Gleisen steht ein Waggon. Dies ist das untrügliche Zeichen, dass die eifrigen Damen schon den Zielpunkt erreicht haben. Das bedeutet Halbzeit, denn später geht es wieder zum Ausgangspunkt zurück. Zunächst müssen die Draisinen mit versammelter Kraft aus den Gleisen gehoben und eingeparkt werden. Trotz des 120 Kilogramm schweren Boliden ein für die Frauen gut zu bewältigender Akt. Und fertig? Fertig. Schön war's. Was ist Ihr größter Wunsch jetzt? Ein kaltes Bier. Für solcherlei Wünsche ist das Bistro im Wagen gerüstet. Patron Dieter Hofherr ist seit jeher Eisenbahnfan. Draisinen faszinierten ihn schon immer. Der Zeitungsartikel eines Heimatforschers brachte ihm die zündende Idee, hier eine Draisinenbahn zu betreiben. Natürlich war mir die Strecke grundsätzlich zwar bekannt, aber dass er landschaftlich so schön ist, dass er völlig eben ist und geeignet ist für Draisinen, dass schon eine gewisse Infrastruktur da ist, also Wirtschaften und Haltemöglichkeiten, das war mir nicht so klar. Die Damen aus Baden haben inzwischen draußen Platz genommen und genießen so manche Leckerei. Prost, Prost, Rösterchen, im Bier sind Kalorien. Prost, Prost, Rösterchen, der Schnaps ist Medizin. Prost, Prost, Rösterchen, im Wein ist Sonnenschein. Prost, Prost, Rösterchen, hinein, hinein, hinein. Nein, oh, so. Fototermin bei einer anderen gut gelaunten Damengruppe. Sie ist mit einer Vereinsdraisine unterwegs. 3 Sitzplätze zum Treten und 4 Ruheplätze um ein Tischchen in Stammtischmanier. Jetzt ist für alle Ruhepause angeordnet. Erst ab 14 Uhr darf die Rückreise angetreten werden. So wird sichergestellt, dass alle Draisinen auf der Strecke in die gleiche Richtung rollen. Aufbruch bei den Gymnastikdamen. Die Zeit bis 14 Uhr nutzen sie für einen Rundgang durch Lingenfeld.
Der östlichste Ort der Strecke ist unspektakulär, doch nicht ohne Reiz. In der Kirche erklingen erneut die Stimmen, jedoch diesmal mit einem anderen Lied. Uhr. Mit einem Rollhebel werden die Draisinen in die Gegenrichtung auf die Gleise gesetzt. Nun lernt man die Strecke aus einer anderen Perspektive kennen. Manchen fällt erst jetzt die Bundesstraße 9 auf, die auf einer Brücke überquert wird. Immer noch gibt es Neues zu entdecken. Nur wenige Meter entfernt begutachtet Herbert Margin die Vegetation. Der Naturschutzbund NABU übernahm schon vor 20 Jahren eine Bahndammpatenschaft in einem Abschnitt um den alten Westheimer Bahnhof. Andernorts selten, so sind hier Zypressenwolfsmilch, Habichtskraut und Fetthennen typische Pflanzen. Das Bahngelände im besonderen Bereich muss freigehalten werden von Gehölzwuchs, damit die wärmeliebenden Pflanzen und Tierarten hier ihren Lebensraum behalten können. Die örtliche Jugend des NABU errichtete in diesem Gelände einen Unterschlupf für Wildbienen. Das ist ja schön, dass so ein Bahndamm nicht nur vor sich hin wuchert, sondern eben auch für dann die Naturpflege genutzt werden kann. Vielleicht können wir demnächst auch mal Draisinenfahrer von diesen Fachleuten die Dinge erklären lassen. Landwirtschaftlich präsentiert sich die Bahnstrecke bei Luhstadt. Nicht umsonst verläuft der Kraut- und Rübenradweg ein paar Kilometer parallel zur Strecke. Die Bahnübergänge meistern unsere badischen Frauen nun schon mit Bravour. Immer wieder gastronomische Angebote entlang der Strecke. Das Café im Bahnhof Zeitzkam ist verlockend, doch die Damen haben anderes im Sinn. Im Waldhaus am Bahnhof Hochstadt wird ein Päuschen eingelegt. Dem Hinweis auf Erdbeerkuchen konnten sie einfach nicht widerstehen. Der Ort Hochstadt liegt einen Kilometer vom Bahnhof entfernt. Hier ist die Heimat der deutschen Weinkönigin 2006-2007. Wer noch Kraft und Zeit hat, der entdeckt ein schmuckes Ortsbild und noch eine sportliche Dame. Die Draisinenstrecke verläuft am Nordrand des breiten Queichtals. Mehrfach gibt der Wald Blicke frei auf die markanten Landauer Berge. Es ist 17 Uhr. Allmählich treffen im Landauer Vorort Bornheim alle Damengruppen wieder ein. Die gymnastischen Damen aus Baden ebenso. Wie ist denn die körperliche Verfassung nach 26 Kilometern? Gut, sehr gut. Überhaupt nichts in den Beinen. Super. Sind wir nicht toll? Wie geht's jetzt den Beinen? Gut, gut, gut. Obwohl ich Arthrose in der Knie habe, aber es geht prima. War schön. Wetter, alles hat mitgemacht, hat wunderbar geklappt. Bin sehr zufrieden. Wer mit der Südpfalz-Draisine radeln möchte, der sollte frühzeitig buchen. Die Anmeldung ist natürlich erforderlich, weil wir nur eine kleine Anzahl von Fahrzeugen haben. Wir haben 22 Fahrzeuge. Das sind zwar etwa Sitzplätze für 100 Personen, aber auch diese sind bei mehreren Gruppen am Tage schnell erreicht. Und da ist es besonders für die Wochenenden wichtig, sich einige Monate voraus anzumelden. Unter der Woche haben wir immer noch eine Chance und es ist auch vielleicht sinnvoll, mal lieber einen Tag Urlaub zu nehmen. Man muss auch sagen, es ist etwas preisgünstiger unter der Woche. Da kann man für das gleiche Geld noch einen Schoppen mehr trinken. Ein edles Tröpfchen von der Südpfalz-Draisine kann man sich sogar mit nach Hause nehmen. Vom Draisinenbahnhof nur einen Steinwurf entfernt warten viele Störche auf Bewunderer. Dank einer Initiative fühlen sich die Weißstörche seit einigen Jahren hier wieder zu Hause. Via Webcam kann man Tag und Nacht auch von zu Hause aus in die Nester schauen. Vielleicht bei einem Glas Wein. Inzwischen wird auch die letzte Draisine wieder fit gemacht für den Einsatz am nächsten Morgen. Die Gymnastikdamen aus Baden machen sich nun auf den Heimweg. Den Ritt auf den Gleisen werden sie wohl so schnell nicht vergessen. Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werd ich treu sein.